Und eben ein Teil ist feinstofflich, das ist doch wie ein Netz um die Erde rum. Und der andere Teil ist physisch, das ist halt das ganze System, in dem wir leben. Und wenn wir da raus möchten, dann geht das nur mit unserem Bewusstsein. Mhm. Also wenn wir aufwachen und unser Bewusstsein erhöhen und dann merken, oder auf der physischen Ebene, da stimmt da was nicht. Da müssen wir auch aufhören, dort mitzumachen. Es gab einige Fragen zum Thema Matrix, weil du immer wieder die Matrix erwähnst. Und wenn wir jetzt bei Gedanken sind, was ist die Matrix? Ist das etwas, was mit Gedanken erschaffen worden ist? Oder was ist das genau? Also das hat verschiedene Ebenen. Es gibt so eine physische Ebene und dann gibt es feinstoffliche Ebenen. Und die Matrix ist feinstofflich in der Erde verankert. Also das ist wirklich wie so ein System, was da um die Erde rum ist. Und wir Menschen, wir sitzen da drin rum. Und wenn wir da raus möchten, dann geht das nur mit unserem Bewusstsein. Aber was ist, wodurch ist diese Matrix entstanden? Also ursprünglich, die war ja nicht immer da. Das war ja mal von den unlichten Wesen, weil die uns halt so auch hier halten können und in diesem Ding, was sie hier aufgebaut haben. Und eben ein Teil ist feinstofflich, das ist doch wie ein Netz um die Erde rum. Und der andere Teil ist physisch, das ist halt das ganze System, in dem wir leben. Das steht ja alles auf dem Kopf. Also das ist ein etwas, was uns gewissermaßen gefangen hält. Ja. Wir haben darüber vorhin im Auto gesprochen. Es ist eigentlich wirklich so, wie das, was wir Menschen eigentlich mit den Tieren machen. Also könntest du sagen, dass es ähnlich ist, dass die Außerirdischen quasi die Menschen an und für sich als sowas ansehen, wie viele Menschen die Tiere und auch genauso wenig achtsam mit ihnen sind und dass das einen Zusammenhang hat? Ja, also die unlichten Außerirdische, die sehen die Menschen als ihre Sklaven an. Mhm. Also die halten uns ja eigentlich hier gefangen. Mhm. Und das machen viele Menschen ja auch mit den Tieren. Mhm. Also das ist eigentlich genau das Gleiche. Mhm. Und wir Menschen, also wie wir zum Beispiel mit Tieren umgehen, das sagt ja was über uns aus. Mhm. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass Menschen, die mit Tieren nicht gut umgehen, dass die mit ihrem Bewusstsein auch in der Matrix gefangen sind. Weil du kannst ja mit deinem Bewusstsein da gar nicht raus, mhm, wenn du mit Tieren und anderen Wesen, wenn du mit denen nicht gut umgehst. Und könnte man auch sagen, dass das unglaubliche Leid, was den Tieren zugefügt wird, also das ist ja unfassbar, wie viele Tiere jede Sekunde jetzt gerade umgebracht werden. Entschuldigung, Thema bringe, aber es lässt sich ja nicht vermeiden, weil das irgendwie so ähnlich ist wie das, was eigentlich jetzt mit uns Menschen gerade geschieht. Wäre es nicht an uns Menschen, das Leid der Tiere zu beenden, damit das nicht immer wieder auf die Menschheit zurückfällt? Ja, und wenn wir das beenden wollen, dann müssen wir das tun. Weil die Tiere, die können das nicht. Mhm. Also die sind ja ausgeliefert uns gegenüber. Die sind darauf angewiesen, dass wir sie mögen. Und also einige Menschen, denen kann man das nicht erklären. Die haben da keine Gefühle mehr dazu. Aber die Menschen, die noch spüren können, dass Tiere ja genauso
eine Seele haben und dass wir für sie verantwortlich sind. Diese Menschen, die können was verändern. Bei den Tieren, sie können besser mit den Tieren umgehen und das auch anderen Menschen erzählen. Weil viele Menschen, das sind ja keine bösen Menschen. Sie haben das einfach nie gelernt. Also die haben vergessen, dass sie vergessen haben, kamen hier auf die Welt und haben dann einfach lauter Dinge übernommen. Und wenn sie kein Gefühl mehr dazu haben, dass das gar nicht gut ist, dann machen die das einfach ihr Leben lang weiter. Mhm. Nicht, weil sie kein gutes Herz haben, sondern einfach aus Unbewusstheit. Und dann kann man das nur ändern, wenn jemand diesen Menschen darauf anspricht, dass er überhaupt mal diesen Gedanken hat. Ist das denn auch Teil der Matrix? Also diese Dinge, die wir einfach so übernommen haben und wo wir ganz unbewusst sind? Man kann das sicher so irgendwie ansehen. Aber wenn man hier inkarniert und vergisst, dass man vergisst, dann passiert das halt einfach. Also da kann auch niemand irgendwas dafür, weil dann vergessen wir und dann haben wir dort ein Loch. Und das ist aber meistens nur unbewusst. Und dann wollen wir das auffüllen. Und dann nehmen wir halt einfach das, was um uns herum ist. Weil was wir wirklich sind, das ist ja sonst verschüttet. Mhm. Also, aber ist das Vergessen an und für sich oder das Verschüttetsein, ist das nicht Teil dieser Matrix? Ach doch, ja. Schon, oder? Ja. Okay. Ja. Und du sagst natürlich, man kann aus diesem Gefängnis oder aus dieser Matrix nur mit dem Bewusstsein herauskommen. Ja, und also das Bewusstsein ist ja das Entscheidende und auf der physischen Ebene müssen wir dann aber auch danach handeln. Also wenn wir wissen, also wenn wir aufwachen und unser Bewusstsein erhöhen und dann merken, oh, da auf der physischen Ebene, da stimmt da was nicht, da müssen wir auch aufhören, dort mitzumachen. Also wenn wir bei den Tieren, wenn wir merken, Tiere haben Gefühle und wenn wir die aufessen, dann bringen wir die um. Und das macht aber kein normaler Mensch. Dann, also wenn wir das in unserem Bewusstsein wissen, dann müssen wir auch irgendwie danach handeln. Und wenn wir das dann nicht tun, dann stecken wir trotzdem irgendwie noch in der Matrix fest, weil wir auf der physischen Ebene sie immer noch unterstützen. Aber der Schlüssel ist schon unser Bewusstsein. Mhm. Ja, es ist ja auch ein dort Bewusstseinsprozess. Ich habe auch Fleisch gegessen und war mir dessen total unbewusst. Und irgendwann, vor, ich weiß nicht, 15 Jahren, 20, ich weiß nicht mehr, wie lang es her ist, aber irgendwann setzte etwas ein, wo mir plötzlich, wo ich merkte, das geht für mich nicht mehr. Mhm. Aber so ist es ja mit ganz, ganz vielen Dingen. Und wo fängt es dann an? Fängt es bei den Gedanken an zum Beispiel? Also wie können wir beginnen, unser Bewusstsein zu verändern? Ja, das fängt bei den Gedanken an. Ja. Oh, da haben wir doch heute das Bild gesehen über die Wasserkristalle. Mhm. Was Gedanken nämlich alles bewirken, das sieht man da so wunderbar in diesen Bildern. Ich weiß, viele von euch kennen vielleicht Masaru Emoto, diesen Mann, der die Wasserkristalle gemacht hat. Thomas, könntest du das mal einblenden? Ja, hier haben wir es. Das ist so schön und ich finde es so wunderbar, sich immer mal wieder dran zu erinnern, was unterschiedliche Gedanken mit den Strukturen des Wassers machen. Und wir Menschen sind ja zu
unser Körper ist ja zu 70% aus Wasser und die Erdoberfläche ist auch zu etwa 70% mit Wasser bedeckt. Und ich finde es so wichtig, sich immer mal wieder daran zu erinnern, was auch unsere eigenen Gedanken dann in unseren Körperstrukturen bewirken können. Mhm. Schöne Sterne, oder? Ja. Ja.